Was willst du? Was ist das hier für ein Ort? Etwas, das heilige Flamme genannt wird, hör dir diese Scheiße nicht an. Das macht dein Hirn krank. Mann, sind diese Leute blöd. Irgendwelche interessanten Neuigkeiten vom Hub? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich war schon seit Wochen nicht mehr auf der Piste. Frag jemand anderen. Okay. So, wer ist denn das hier bitte? Das ist Thorndike. Mein Herr, ich bin ein Heiler. Du brauchst meine Dienste nicht. Vielleicht später. Weißt du, ich könnte dir helfen, das Geschäft etwas anzukuppeln. Ich bin sehr gut, wenn es darum geht, Leute zu weh zu tun. Nee, vielleicht später. Leb wohl. Solltest du mich jemals brauchen, dann findest du mich hier. Ich hoffe aber, dass wir uns nie wiedersehen müssen. Aha, ein Heiler, der ist hier. Ist gut zu wissen. Dann möchte ich mal hier unten mit diesem Mann hier reden. Nee, ich möchte die Tür aufmachen. Nein, ich möchte sie aufmachen. So, das hier ist Jane und das hier ist eine Wache. Warum störst du einen Elder der Cathedral? Ja, das ist natürlich... Ich interessiere mich für eure Kirche und hätte gerne ein paar Informationen. Habt ihr Flugblätter? Mach dich weiter über mich lustig und ich lass dich hinauswerfen. Ich mach mich doch gar nicht lustig, ehrlich. Mach mich über dich lustig machen? Sollte ich das tun? Offensichtlich sind Freundlichkeit und Gutmütigkeit nicht Teil dieser Religion. Ich mach mich nicht lustig, ehrlich. Warum bist du hier? Was führt dich zu den Children of the Cathedral? Ich bin wissbegierig und will immer Neues dazulernen. Bist du ein Child? Ich? Ein Child der Cathedral? Nein. Würdest du zu unserem Glauben konvertieren? Wir können dir etwas Einzigartiges bieten. Und das wäre? Ein Leben lang Zufriedenheit. Erfüllung im Wissen, dass du diesen Planeten neu aufbaust, um ihn in einen besseren Ort zu verwandeln. Klingt sehr interessant. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ich suche nämlich Erfüllung. Klar, ich wette, ihr seid schon ganz weggetreten vor Erfüllung. Glaube ich nicht dran, das ist doch irgendwas faul dran. Wir nehmen mal das Erste. Hier ist der Ort zur spirituellen Erfüllung. Die Children of the Cathedral suchen eine friedliche Lösung der Probleme unserer Welt und könnten deine Hilfe brauchen. Ja, das hört sich doch gut an. Was haben die Children mit den Mutanten vor? Willige werden in die Gemeinde eingegliedert. Aufständische werden leiden. Klingt nach harter Arbeit. Nun ist die Zeit gekommen, da du ein wenig leiden solltest. So soll es auch sein. Möge euer Kreuzzug erfolgreich sein. Ey, ich muss gehen. Möge euer Kreuzzug erfolgreich sein. Der Segen der heiligen Flamme sei mit dir. Okay. Aber irgendwie hat sie jetzt uns nicht so wirklich viel verraten, ne? Und wir kommen hier schon wieder nicht raus, weil in dem Fall wieder jemand da steht. Hallo, geh da weg. Schnell. Nein. Ach Gott. Hier ist niemand drin, da ist niemand drin. Okay, das war die Cathedral. Da hätten wir beitreten können, glaube ich. Müssen wir uns mal merken. Gut, dann gehen wir erstmal hier raus. Und dann haben wir noch einen Bereich, nämlich den hier, wo wir noch nicht waren. Und da soll man ja Harold treffen. Und Harold weiß mehr über diese Deathclaw. Ein Mutant namens Harold. Ich bin gespannt, ob wir hier irgendwelche Mutanten treffen. Hallo? Der bewegt sich ein wenig jetzt. Ein Mutant namens Harold. Hört sich nach einem berühmten Kinderlied an. Haha, Harold. Harold, Harold, Harold. So, was ist denn hier los? Hier sind Polizisten. Da ist ein Skag. Und noch ein Skag. Wo ist mein Hund? Hast du etwas zu essen? Dann haben wir hier einen Bauern und noch einen Skag. Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Bauern und einem Skag? Hast du ein paar Brahmin-Burger? Da haben wir einen heruntergekommenen Mann. Noch einen heruntergekommenen Mann. Da haben wir ein Bett. Oh, der geht da rein. Interessant. Was haben wir hier? Da haben wir noch einen Skag. Ist es schon Zeit für mich ins Bett zu gehen? Da haben wir ein Haus. Da ist auch nochmal ein Haus. Da ist auch oben ein Haus. Okay, und hier ist auch nochmal so ein Lagerhaus. Dann haben wir hier noch jemanden. Das ist Türrahmen. Das ist Sloppy. Oh, Slappy. Slappy haben wir schon mal gehört. Und dann haben wir hier noch... Ach, hier ist Harold. Okay, dann gehen wir doch da mal hin. Boogie, boogie, boogie. Hallo, Harold. Hallo, Slappy, wollte ich sagen. Oh, schön, schön. Warum gibt's denn den Mond? Beth hat mir gesagt, ich soll mit dir über die Deathclaws reden. Beth? Beth? Shusha Beth? Mark Harold? Du redest mit Harold. Harold erzählt die Geschichten. Slappy dann helfen. Okay, ich rede erst mit Harold. Und Harold ist ja hier drin, also gehen wir doch mal rein. Eine kleine Spinne. Toll, toll, toll. So, oh Gott, Harold schaut nicht gut aus, Leute. Ich speichere mal lieber, nicht, dass der uns irgendwie frisst oder so.
So, rein hier. Und dann, oh Gott, ich traue mich gar nicht zu drücken. Hast du mal reingekumpelt? Kannst du einem armen, gescheiterten Mutanten helfen? Ach du heilige Güte, das ist also Harold. Hallo Harold. Eieieiei. Hier hast du $25, hier hast du $5. Tut mir leid, aber ich habe kein Geld dabei. Ich brauche Informationen über die Deathclaws und ich habe gehört, du weißt was drüber. Ich gebe dir mal $5. Könntest du eine Träne in meinem Auge sehen? Wieso? Der Rest der Hub-Leute hat nur auf mir rumgehackt, seit ich wieder in der Stadt bin. Ich kann nicht weg. Schließlich ist dies mein Zuhause. Was ist denn passiert? Meine Vault war eine der ersten, die geöffnet wurde. Lange her. Erzähl mir mehr von damals. Mit den Sirenen fing es an. Ich war jung, aber ich erinnere mich gut. Dann kamen schlimme Jahre. Und eines Morgens ging ich spät aus der Vault. Wo war denn deine Vault? Weißt du, ich weiß nicht mehr genau. Westen? Osten? Ich weiß nicht. Was hast du so gemacht? Ich war ein Händler. War erfolgreich bei meinen Rundgängen zwischen den Überlebenden. Hab aber viele gute Leute verloren. Wieso? Die Gangmitglieder haben sie erwischt. Diese Aasgeier haben die Caravans angegriffen. Und Mutanten, verdammt, die schossen wie Unkraut aus dem Boden. Musste immer Wachen dabei haben, um mein Geschäft zu machen. Hm. Haben die Wachen nicht geholfen? Natürlich haben sie geholfen, du Armleuchter. Verdammt nochmal, es waren zu viele. Wie hast du die Mutantenangriffe überlebt? Eben nicht, wurde getötet. Gott, ich liebe diesen Witz. Okay, ja. Wir organisierten eine Expedition. Oh Gott, Richard Gray führte eine kleine Gruppe von uns dort hoch. Richard Gray? Richard Gray war Arzt, bisschen älter als ich und Mann, der war clever. Er fand die Quelle. Welche Quelle? Eine Art alter militärischer Stützpunkt. Wir haben beim Reingehen viele Leute verloren. Woher wusstet ihr, dass dieser Stützpunkt der Grund war? Es war, als ginge jemand auf Schnäppchenjagd im Mutantenland. Meine Güte, billiger im Dutzend. Ich kann mir keinen anderen Grund denken. Wahrscheinlich war es eine Fabrik. Habt ihr euch diesen Stützpunkt genauer angesehen? Wir sind ziemlich weit reingekommen. Da waren nicht mehr viele von uns übrig. Gray, ich und ein paar andere. Und dann? Einer der Roboter hat Francine gekriegt. Mark war verwundet. Hab ihn ans Tageslicht zurückgeschickt. Dann war es nur noch Gray und ich. Was passierte mit Mark? Bis heute weiß ich das nicht. Er schaffte es nicht mehr hierher zurück. Und nun, ich konnte dieses Ödland nicht mehr ertragen. Also habe ich nie nachgeschaut. Was war mit dir und Gray? Wir schafften es bis zu einer Art Zentralstelle, eine Art Fabrik. Da ist es passiert. Was? Ein Roboterkran krachte mit uns zusammen. Das Letzte, das ich von Gray sah, war, wie er durch die Luft flog, in eine Art Säurebad. Mir war übel und ich verlor das Bewusstsein. Wenn ich ihn frage, wie er überlebt hat, sagt er wieder gar nicht, ne? Und du hast Gray nie wiedergesehen? Nein, du Trottel, ich habe doch gesagt, dass ich ihn nie wieder gesehen habe. Wie hast denn du überlebt? Ich habe keine Ahnung. Bin im Ödland aufgewacht, gerade noch so am Leben. Hatte Glück und einige Händler, die ich kannte, fanden mich ein paar Tage später. Zum Glück, da ich mich bereits verwandelte. Sie brachten mich hierher und hier bin ich seitdem. Wodurch bist du denn so mutiert? Ich weiß nur, dass es etwas in diesem Stützpunkt war. Dieser Stützpunkt wirkt interessant, Leute, oder? Da sollte man doch vielleicht mal vorbeigucken. Glaubst du, das könnte die Strahlung gewesen sein? Wie zum Teufel sollte ich das wissen? Gray hätte es gewusst. So ist die Sache in die Hose gegangen. Danke für die Auskunft. Danke, dass ich sie erzählen durfte. Aha, okay. Na, das ist schon eine spannende Geschichte. Jetzt hörte ich aber erstmal über die Deathclaw. Kann ich was für dich tun? Ich brauche Informationen über die Deathclaw und ich habe gehört, du weißt was darüber. Ach, das, mein Freund, das ist Albtraum City. Warum zum
du denn danach? Ich will sie vernichten. In Ordnung. Naja, es ist ein verdammt großer Mann. Hat Nägel und Krallen, die die schwerste Rüstung durchschneiden können. Aber lass dich nicht täuschen, es ist schnell. Womit kann ich es am leichtesten ausschalten? Also, was ich so gehört habe, vielleicht ein Schlag auf den Kopf. Ich würde die Augen versuchen. Natürlich gibt es da ein Problem. Was für ein Problem? Du kannst sie nicht ansehen. Die Deathclaw hypnotisiert dich beim Hinschauen. Dann geht sie auf dich zu und du bist weg. Aha. Viel Glück. Du kannst es brauchen. Huiuiuiui, die Deathclaw. Ja, wo finde ich die? Das ist halt auch noch so die Frage, ne? Aber jetzt reden wir nochmal mit ihm hier. Er müsste ja was drüber wissen. Oh, schön, schön. Warum gibt es den Mond? Ich habe mit Herbig gesprochen. Die Deathclaw hört sich ziemlich böse an. Was kannst du mir darüber sagen? Deathclaw, Deathclaw. Da, Deathclaw. Komm schon, was weißt du über die Deathclaw? Deathclaw macht Angst, viel Angst, sieht aber schön aus. Willst du sie sehen? Du kannst mich zu Deathclaw führen? Ja, Deathclaw. Ja, wir gehen zu Deathclaw. Okay, er kann es hinbringen. Okay. Er kann es da hinbringen, aber ich glaube, wir sind da noch nicht so weit, oder? Haben wir irgendwie Punkte bekommen? Nee, leider nicht. Ich hätte schon noch mindestens eine Stufe mehr und vielleicht ein bisschen bessere Schussfähigkeiten, um bis zu Deathclaw zu gehen. Ich glaube, wir sind da jetzt noch nicht so weit. Also habe ich so das Gefühl. Wir können es ja mal ausprobieren irgendwann, aber nicht jetzt. So, das ist 36. Das stimmt auch nicht mit dem 25 da unten irgendwie. Schauen wir mal hier weiter in dieses Gebäude. Also wir brauchen Geld für Bücher, wir brauchen Geld, um uns weitere 100 Tage zu erkaufen. Da sind Leute. Skag, Bauer und Skag. Okay. Und hier ist nichts, ne? So wie es ausschaut, da ist ein Bett. Ziemlich heruntergekommen, ziemlich verendet. Jemand ist da drin verendet. Okay, da wollen wir gar nicht reingehen. Gehen wir da hinten weiter. Hier könnten wir auch mal reinschauen. Hier ist aber auch niemand, okay. Liegt hier noch irgendwo was? Ne, da hinten. Man sieht halt hinter die Wände nicht, ne? Man muss dann wirklich hier so gucken, ob da noch irgendwelche Sachen sind. Wenn man da nicht hingucken kann, können wir das auch aufmachen, das Tor? Ne. Gut, dann gehen wir da raus. Ist in der Matratze vielleicht was versteckt? Ne, es ist einfach nur Müll. Aber den Müll könnten wir mal untersuchen. Eine Bettdecke in furchtbarem Zustand, selbst Ratten würden daran nicht schlafen. Okay. Da gibt es also nichts. Was haben wir hier noch? Ein Skag. Ich habe Hunger. Dieser Jahreszeit stinken die Brahmin wirklich zum Himmel. Und das schaut aus, als wäre das irgendwie eine Falltür oder sowas, oder? Ach, er geht da rein. Okay, dann gehen wir mal hinterher. Was ist denn das hier bitte? Eine Treppe. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist Tycho. Wir sind jetzt unterirdisch. Hallo, wir wollen niemandem was Böses. Hier ist eine Tür, glaube ich, ne? Wir wollen einfach nur hier mal Hallo sagen. Ach, die Tür ist verschlossen. Und wer ist hier? Jasmine, Cleo und Smitty. Und Loxley, der Anführer der Thief Circle. Thief Circle, also Diebeskreis. Ah, wahrscheinlich ist deshalb die Tür verschlossen, weil man nur hier reinkommt, wenn man ein Dieb ist. Damit man mit dem Diebeskreis reden kann. Na, vielleicht finden wir mal irgendwann Dietrich hier, dann kriegen wir die Tür auf. Würde ich mal sagen. Im Moment noch nicht. Interessant. Der Diebeszirkel. Wir würden gerne mit der Treppe nach oben gehen. Geh doch mal hier hoch wieder. Können da nicht hin. Warum denn nicht? Jetzt. Eieiei. Gut, dann hier raus. Zu diesen komischen Leuten da hinten möchte ich nicht rein, aber hier können wir mal reingehen. Weil die schauen schon so bitterböse aus. Na gut, wir könnten vielleicht vorher speichern. Oh, die schauen auch sehr böse aus. Das ist Jakob, der Waffenhändler. Das ist aber ein Händler. Der Händler sollte uns nicht erschießen. Shakes Waffenladen. Aha. Da können wir reingehen. Ein Händler erschießt uns nicht, wenn wir den Laden betreten. Das wäre schlecht fürs Geschäft.
Hi, willkommen bei Jake. Ich habe tolle Waren auf Lager. Schau dich doch einfach mal um. Was kannst du mir über einen Steuerchip erzählen? Mann, du magst das seltenes Zeug. Wo warst du bloß, als ich vor ein paar Jahren einige Schuss abgerechnetes Uran verkauft habe? Chips habe ich aber nicht. Gibt keinen Markt dafür. Was sonst? Was hast du denn so alles? Das ist alles, was ich habe. Mal schauen, was er so hat. Stimpacks, Geld natürlich, Metallrüstung, eine Sprengrakete, einen Flammenwerfer, okay. Ein Jagdgewehr, eine MG, eine Splittergranate, eine Pulsgranate, einen Raketenwerfer, ein Sturmgewehr. Der hat wirklich viele Sachen. Noch eine Metallrüstung, eine Lederrüstung, eine Kampfrüstung, ein Brennstoff und ein Snipergewehr, ein Geigerzähler und Munition für unsere Pistole. Und auch für unsere Punkt 44er. Und eine Punkt 5mm, eine Punkt 223, 14mm, 5, also er hat wirklich alles. Eine Energiezelle, Raketen, ein Gewehr, ein Messer und Gewehrkugeln. Und dann hat er eine 14mm Pistole, die Desert Eagle haben wir schon, und ein Kampfgewehr. Krass, was er alles hat. Das Kampfgewehr. Ich habe ja hier gleichzeitig noch meine Liste mit den Waffen. Ich schau mal kurz das Kampfgewehr. Die ist leider auf Englisch, die Liste. Heißt das vielleicht Hunting Rifle? Kampfgewehr Hunting Rifle. Kann sein, gell? Ich muss noch mal gucken, wie die genau aussah. Na, Mist. Entschuldigung. Jetzt schaut das natürlich alles hier ein bisschen hässlich aus. Das ist ein Gewehr. Kampfgewehr. So schaut das Kampfgewehr aus. Okay, ich schau mal, ob ich das hier finde. Ah, hier. Combat Shotgun. Das ist eine Shotgun in dieser Liste. Die hat 15 bis 25 Trefferpunkte als Damage. Und kostet als Schuss, als einzelner Schuss 5. Aktionspunkte und gezielt 6 und die kann auch einen Burst machen. Also die ist eigentlich ziemlich cool. Muss man schon sagen. 15 bis 25. Unsere jetzige Waffe, also die neue, sozusagen die Desert Eagle, macht 10 bis 16. Braucht die Punkt 44er Magnum Munition und die bräuchte als Munition die 12 GA Munition. Mal schauen, wie viel er dafür gerne hätte. Boah, die ist teuer. Und 12 GA Munition, hast du die? Muss mal gucken. 12 GA Munition. Nee, ich sehe sie nicht. Ein Snipergewehr. Brennstoff. Brennstoff braucht man wahrscheinlich für den Flammenwerfer, ne? So eine Kampfrüstung würde mich vielleicht auch interessieren, wie viel kostet. Oh Gottes Willen. Und so eine Metallrüstung? Ja, das ist noch okay. Na, mal schauen, ob wir da irgendwie mal zu Geld kommen, ne? Aber so eine 12 GA Munition hat er offensichtlich gar nicht, die da zu seinem Kampfgewehr gehört. Nee, hat er gar nicht. So, ich mach das hier mal wieder weg. Halt, ich will hier raus. So, gehen wir hier wieder rein. Und dann, danke, jetzt müsste das Bild gleich wieder normal werden, ja. Ja, also der hat schon ziemlich coole Waffen, muss man sagen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Was ist denn das hier, ein alter Postkasten? Der Briefkasten ist leer, du hast das Gefühl, dass er schon seit einer ganzen Weile leer ist. Ja, das kann natürlich sein. So, was haben wir hier noch? Ein altes Lagerhaus, aber da ist das jemand. Ein Skag. Da können wir mit dem mal reden. Wo ist mein Hund? Weiß ich nicht. Unseren Hund nimmst du bitte nicht. Ich schau mal, ob hier noch was drin ist. Naja, gut. Dann hätten wir hier dieses Haus noch, aber ich glaube, da möchte ich nicht rein, weil da sind irgendwie ganz komische Typen drin. Ich schau nochmal. Vielleicht speichern wir vorher einfach. Ich speichere auch mal. Ich möchte nämlich nicht niedergeschossen werden. So ist richtig. Die Tür ist ja schon offen. Hast du mal schon mal mit dem Teufel Mondlicht? Okay. So viel zum Thema, ich möchte nicht niedergeschossen werden. Ich meine, wir könnten es probieren, weil wir haben jetzt eh gespeichert. Wir könnten es probieren, sie hier rauszulocken, oder? Es wird nicht klappen mit unseren Freunden hier, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich gehe mal hier weg, ob die dann rauskommen. Weil immerhin sind hier oben Polizisten. Ah nein,
Er geht rein, okay. Ich wurde für 13, okay. Wir sehen jetzt leider nichts mehr. Aber jetzt kommt einer raus. Aber Tücher wurde wahrscheinlich jetzt getroffen und getötet. Brutale Wache. Hier, darauf war ich nicht vorbereitet. So, jetzt sind wir dran. Und wir sind natürlich blöderweise auch noch unbewaffnet. Wir könnten jetzt mal unsere neue Waffe ausprobieren. Die hier. Ja, da können wir jetzt aber nicht mehr schießen. Dann bewegen wir uns mal da ein bisschen darüber. So. Ian lädt nach. Ach, der eine ist schon tot und Ian geht jetzt rein, oder wie? Ah, nee, der macht hier einen Nahkampfangriff. Okay. Tycho macht auch einen Nahkampfangriff. Dreimal. Doch, mit der voll daneben getroffen. Nochmal, nochmal. Okay. Jetzt sind wir dran. Okay. Puh, da ist eine Person, aber die ist in einem anderen Raum, glaube ich. Da ist eine Person und dann haben wir hier den hier. Wer ist denn das? Ich sehe halt nicht, wer das ist und ich kann es nicht drehen. Das ist der Hund? Ich möchte halt jetzt nicht die falsche Person treffen. Das ist, glaube ich, dieser Bettler. Einer davon ist Ian. Ich glaube, das hier ist Ian. Dann treffen wir mal auf den. Schießen wir auf den hier. Brutale Wache getroffen. Okay, das war richtig. Okay, wieder auf uns getroffen. Wir haben nur noch 11 Trefferpunkte und jetzt sind wir tot. Jo, das war's wohl. Nicht einmal die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche scharf.